Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ehe ich hier groß erzähle, was wir vorhaben, mache ich es einfach, denke ich mir so. Und zwar wollen wir einen noch unentdeckten Ort entdecken. Das ist nämlich auch ein Ort der Macht. Ergo wird da wahrscheinlich ein Feind auf uns warten, der den Ort beschützt. Wir müssen gucken, ob wir stark genug sind. Dahin ist jedenfalls schon mal ein Geist. Und dieser Ort der Macht ist unter uns. Und ich überlege gerade, ob das der ist, den wir in der vorletzten Folge oder Level 13. Ist ein bisschen krass. Es ist rot gekennzeichnet. Ich vertraue dem Spiel. Oh, Schellkraut. Schon hat sich's gelohnt. Ich glaube, wenn unser Spiel darauf hinweist, dann sollten wir diesem Hinweis auch folgen, oder nicht? Und wegen einem versteckten Schatz jetzt da schon irgendwie auf Terrorist zu machen? Nee, lassen wir mal. Okay, hey, gut. Oh, das haben wir doch schon in der letzten Folge geklärt. Was willst du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Sind das Ertrunkene oder sind das Werwölfe? Was ist das denn? Moderhaut. Naja, wir finden es nur raus, indem wir kämpfen gehen. Gerhard? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenoglos? Hörst du mich? Wow. Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Verdammt kurzlebig, dieser magische. Hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Das ist uns aufgefallen, dass wir vorsichtig sein müssen. Können die sich auch gegenseitig verletzen? So, jetzt hier mal. Von der Bewegung her sind die wie die Ertrunkenen, oder? So. Kamera drehen. Ich liebe diesen Schuss. Oh nein. Wo kommen die denn jetzt her? So ein Mist. Verdammt. Das ist nicht gut. Warum denn jetzt auf einmal zu viert? Was soll denn jetzt der Mist? Die Musik gefällt mir. Der da hinten hängt fest, das ist gut. Ah. Ich liebe dieses Schutzschild. Habe ich das schon mal gesagt? Schade, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen können anscheinend. Was ist denn da jetzt passiert? Was war das jetzt? Explodieren die? Wow, Freunde! Der eine hat den anderen zum Glück mitgenommen. Das ist echt positiv. Und ich nehme mal stark an, das sind ja auch die Bauern. Boah, bin ich froh, dass wir das erfahren haben, ohne dass wir es davon abbekommen haben. Himmelswillen, ey. Yummy. Ich wollte das doch untersuchen, du sollst nicht ins Wasser springen. Yummy. Okay. Problem ist bloß, unser Schwert ist kaputt. Falsch. Aber wir haben noch ein Reparaturkit, das ist gut. Ah, nein! Rüstungsreparatur. Nicht gut und wir werden es brauchen, definitiv.
Okay, dann müssen wir eine Planänderung machen. Was ist denn? Okay. Wo können wir jetzt hin? Da hoch, genau. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal da hochfahren. Okay, die Folge verläuft schon ganz anders als geplant. Aber der eine Gegner war zu stark. Und jetzt müssen wir nochmal kurz hier weg, um... Da wird die uns wahrscheinlich gleich wieder anquatschen. Wo bist du? Ohne Vorwarnung, ohne mal anzuklingeln oder sonst irgendwas. Aber die vier haben wir jetzt gut hinbekommen. Mit Geduld. Es ist einfach Geduld. Und dieses Schutzschild. Aha. Ich bin mir nicht sicher, was ich gerade mehr bisher gelobt habe. Ob es das Schutzschild war oder die Grafik. Aber das Schutzschild hat, glaube ich, die Grafik gerade sehr gut aufgeholt. Fällt gerade. Gut. Sonst der Schmied das mal fix reparieren. Ich hoffe mal, dass es nicht zu teuer wird. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Wir brauchen das Silberschwert. Wir haben zwar gerade trotzdem Schaden zugefügt, aber geiler wäre es schon. Verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Okay. So, das andere Boot wollen wir jetzt nicht rammen. Und schon ist es wieder dunkel. Es ist so schlimm, aber mir kommt der Tag nur so kurz vor, weil der Tag halt selber dunkel war. Ist das nicht nur unser Schiff von vorhin? Sehr geil. Wir sammeln jetzt hier unsere Schiffe. Da können wir nämlich von Boot zu Boot springen. Ich nenne das hier Schiffe, das sind Boote. Schmied, 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 Schmied. Nein, Schmied, du pennst gerade nicht. Nein, wo bist du, Schmied? Schmied. Danach können wir die Waffe da drüben noch verbessern. Verdammt, wo ist der Schmied? Ich hab dich in Büsima gesehen. Barbaren. Das ist schön für dich. Schmied. Es ist doch gerade mal 22.19 Uhr. Es kann doch nicht sein, dass du da schon schlafen gegangen bist. Aber wenn, ist er wahrscheinlich hier in dem Haus. Dann wird ihm das hier gehören. Nein. Nee, das... Du liegst auf dem Boden. Nein, ich will doch keine Zaunhacke. Alter Mann. Ach, verdammt nochmal. Wir haben doch keine Zeit. Da können wir nur meditieren, wa? Wollen wir das erste Mal meditieren? Gut. Ja, dann ist wahrscheinlich die ganze Zeit beobachtet. Was kniet denn der denn da? Was denn? Ach komm, ein bisschen freundlicher. Ich möchte etwas anfertigen lassen. Wir warten schon. Das ansehen? Wir warten schon die ganze Nacht hier auf dich. Bitte nicht so teuer, bitte nicht so teuer. Oh, Preis 52, das geht. Aber wir müssen. Nur 71. Muss mehr. Nützt nichts. Wir hätten sogar vielleicht was zu verkaufen, was sich interessieren könnte. Was war es denn jetzt gewesen? Hier, da ist 19 Münzen, 27 Münzen. Dann bekommst du jetzt die. Es sind zwar die besseren, aber damit haben wir wenigstens fast die zweite Reparatur drin. Ich brauche dieses Höflingsgewams nicht mehr. Mit 16 Münzen sind wir da, glaube ich, noch gut dabei. Und eine der Hosen. Welche Hose hättest du gern? Nee, warte mal. Wir tragen doch eine der Hosen, oder nicht? Habe ich jetzt Mist gebaut? Bis dann. Tschüss. Sind die Sachen, die wir tragen, da auch im Angebot? Nö, ne? Nö. Also können wir auch eine dieser Hosen noch verkaufen. Und das machen wir auch. Mal gucken, ob er freundlicher ist diesmal. Was denn? Oh. Okay, jetzt beim zweiten Mal kann ich es verstehen. Da wäre ich auch angepisst. Du schon wieder, was willst du? Geh weg. Wie viel kriegt man denn? 11 Münzen, 17 Münzen. Boah.
Ja, so, zack. Gut, gut. Lebe wohl. Bis dann. Lebe wohl und lange. Was auch immer du sagst. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Das ist schön. Hat's geschmeckt? Was hast du drauf geschmiert? Honig? Nutella? Oder hast du vielleicht was Herzhaftes? Käse? Wurst? Welche Seite muss ich denn jetzt hier? Können wir jetzt rückwärts fahren, bitte? Ah, okay. Das funktioniert also. Ach, es ist wenigstens wieder hell. Sind wir nicht im Dunkeln unterwegs. Das ist schön. Diesmal regnet es wenigstens auch nicht. Nein. Oh, nicht so schnell. Junge. Jetzt reiß dich. Komm, das schaffst du. Und so. Aber wir fahren jetzt gleich dahin. Ihr werdet dann noch über die restliche Insel dann da brettern. Na, da drüben haben wir ihn doch. Das wird der Turm sein. Rüber da! Turm schön im Blick behalten. Nein, was lenkst denn du? Was soll denn der Mist? Ah, natürlich müssen wir von Land ran, weil das, weil der Turm mit Barrikaden verteidigt wird. Auch wenn wir da noch mehr solche Viecher treffen. Warte mal, müssen die nicht im Bestarium jetzt aufgetaucht sein? Nee. Was mich interessieren würde, was das jetzt war. Weil bisher ist ja nie was explodiert. Hm. Na, da drüben läuft doch schon wieder was. Da laufen einige. Müssen wir wo auf den Kampf? Ah! Die anderen halten sich erstmal noch zurück. Bin mal gespannt, wann das Ding explodiert. Jetzt zum Beispiel? Jetzt zum Beispiel? Wow. So, der wird das jetzt gehört haben. Es sind immer noch drei Gegner. Vier, da hinten sehe ich noch einen. 5? Wow, das sind... Wow, es werden immer mehr. Ich häng fest. Verdammt, ich häng fest. Ist nicht gut. So, kommt her. Hierhin fühle ich mich wohl. Ist eng hier. Aber nur ein bisschen. Mein schönes Schutzschild. Meins. Haha, verdammt, bist du hässlich. Wo er recht hat. Verdammt, ich habe vergessen, die Waffe zu verbessern beim Schmied. Ah. Stummkopf. Jetzt haben sie uns mal kurz getroffen. Ich will doch nicht den da hinten anvisieren. Und dann warten noch drei weitere auf uns. Oh, wir schwimmen eine Runde. Das ist nicht gut. Wenn mal einer von denen explodieren würde, wäre das geil. Oh, wenn die einmal einen haben, dann ist echt doof. Schlecht.
Mag nicht mal einer von euch explodieren oder so? Der da. Puh. Damit haben wir schon mal zwei eliminiert. Wer hupt denn da draußen? Was soll denn der Mist? Der ist jetzt auch explodiert. Wie viele sind denn das? Das werden nicht weniger da hinten. Wow. So, wir sind außerhalb eines Kampfes. Es ist Tag. Vitalität steigt wieder. Ja, sehr gut, okay. Die sind alle explodiert, ne? Könnte das sein? Das in einem haben wir jetzt was aufgenommen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz warten. Es tut mir leid. Wer hupt denn da draußen? Es ist gerade so warm. Ich brauche hier frische Luft. Wenn ich mir jetzt hier noch das Fenster zumache, dann gehe ich hier drinnen krachen. Wir boxen in der Zeit ein bisschen. Wo könnten wir denn da jetzt mal hinrennen? Weil hier wird es dann doch ein bisschen zu eng. Komm, erstmal losrennen. So, jetzt haben wir schon mal hier ein offeneres Feld. Es sind noch einige Gegner. Da hinten auf 4 Fuß? Da drüben sind noch mehr Gegner hinter uns. Okay. Hey! Sind das jetzt doch Werwölfe? Nee. Das waren hier diese... Nicht Handwerker. Wo haben wir sie jetzt? Die hier, ganz einfache Ghule sind das. Nekrophagenöl. Haben wir das nicht irgendwie? Wir haben es anscheinend. Da. Damit müssen wir ein bisschen besser klarkommen jetzt. Das war unser Schutzschild. Ah, ich häng fest. So. Das sind einige. Aber erst so wird's witzig. Den ersten haben wir gleich. Erst haben wir eliminiert, glaube ich. Bin ich jetzt auf die Karte gekommen? Das war eigentlich gar nicht mein Plan. Komm schon, nicht den Baum. Einfach bekämpfen. Komm, gleich hammern. Sehr gut. Brauch ein neues Schutzschild. Nur nochmals. Ja, wir haben es immer noch, das Schutzschild. Von Ghoulen halten wir da zwei Schläge aus, oder wie ist das? So. Die haben wir jetzt gut eliminiert. In dem Dorf sind aber immer noch mehr Ghule. Ja. So, hier haben wir noch den. Und hier haben wir noch... Was haben wir hier? Was raucht denn da? Was ist das? Da läuft der Ghoul die ganze Zeit drumherum. Wie können wir denn jetzt die Lampe? Wo ist denn die Lampe? 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 Wo ist die Lampe? Hat jemand unsere Lampe gesehen?
Das ist das alles, was wir gerade aufgenommen haben? Hä? Nein, falsch. Xenoglas, Silbermonokel. Sind wir damit schon. Ach, wir sind damit schon aus. Ach, die ist schon ausgerüstet. Da kann ich ja lange suchen. Erstmal sollten wir kämpfen. Wäre ich jedenfalls dafür. Ach, nimm doch das Schwert, du Idiot. Und nochmal ein Schutzschild. Geht gerade nicht. Jetzt haben wir's. Dieses Schutzschild ist so Bombe. Wow. Muss ich aber aufpassen. Ich sollte nicht zu überheblich werden. Ghoulblut. Ghoulblut. Entschuldigung. Was haben wir hier? Ach, die Traube wieder. Nein, das sieht nicht gut aus. Greift uns das an? Ich glaube schon. So, und jetzt sollen wir ja hier. Wir haben einmal das. Also, da geht der Eingang und da ist dann dieser Turm. Ich fände es aber mal echt interessant, wenn wir jetzt hier Geister finden würden. Ich bin mir bei diesem Schwarm nicht so sicher, was die bezwecken. Kommen wir hier in das Haus irgendwie rein? Ne. Können wir nicht, okay. Wow, hier ist ordentlich was drin. Wolfsleber, sehr gut. Hundeteig, Bärenfell. Da haben wir auch noch was. Und allein deswegen lohnt es sich halt auch nachzugucken überall. Die stürzen sich aber auch immer auf uns, ne? Zwei Ideen. Feuerschaden. Speichern. Wo uns jetzt da das Ding da. Also wir nehmen keinen Schaden. Aber jetzt. Doch, 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 doch. Können wir die eliminieren? Laufen wir mal weiter mit der Lampe rum. Vielleicht ist hier draußen schon irgendein Geist, der uns willkommen heißen möchte. Ach, herrje. Da brennt jedenfalls Licht. Da hinten ist grün. Oder sind wir das nur? Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Opa, da war doch jemand. Sie sind hinter uns her. Sie werden Rahan nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Das waren die Bauern.
Ein Wasservibe. Aber nur eins, oder? Schon recht. Was bewegt sich denn da links? Verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Na, was finden wir dann schon noch? Aber erstmal sollten wir uns um das Vibe kümmern da hinten. Nein! Ich muss reagieren jetzt noch. Im Moment. Da kommt's geflogen. Verdammt. Wow, das war knapp. Komm her, Wasservibe. Oh ja, der fügen wir gerade ordentlich Schaden zu. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So, zack. Das ging schnell. Ich wollte gerade nochmal nachgucken, was so ihre Schwächen sind, aber... Pff, geschissen. Tot ist sie. Das ist ihre Schwäche. So. Das ist, ach, das ist alles außerhalb, was da noch so Geräusche macht. Zutaten sammeln. Immer gut. Ich häng weg. Breakdance. Manuskriptseite. Okruidenöl. Meteoritensilberplatte. Och, wir müssen da echt, wenn wir das Geld hätten dafür, könnten wir uns wahrscheinlich sonst was herstellen lassen, ey. Gift der Erhängten. Das interessiert mich jetzt, wenn ich es mir schon mal merke. Da. Zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Gegen Humanoide und Bestien. Okay. Was können wir denn hier noch so alles finden? Irgendwo muss es ja auch Geister geben. Wenn wir schon optional diese Möglichkeit haben, muss das ja hier diese Möglichkeit geben. Wir laufen einfach mal ganz dick. Einmal drumrum. Wir scheinen ja hier soweit erstmal unsere Ruhe zu haben. Es war bisher nur das Wasservibe, das uns da angegriffen hat. Jemand da? Hallo? Eine leere Flasche. Na, hier sind noch mehr Kräuter. Oh, die Myrte. Nee, doch nicht. Was war es jetzt? Arenaria. Stimmt, Myrte war ein bisschen größer, glaube ich. Zwei Zahnblüten. Noch mehr zwei Zahnblüten. Obwohl, stimmt gar nicht. Was? Ah, wären wir da reingekommen zu schwimmen? Weiß ich gar nicht. Da drüben. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Ups, kann ich hier einfach so stehen bleiben? Ich dachte, weil die gehen. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Nein, nein, bleib zurück. Verlass mich nicht. Anscheinend gibt es immer noch, weil da steht immer noch optional, steht immer noch die Möglichkeit. Ist es da hinten? Sehe ich es richtig da? Nicht. Ich gehe da trotzdem mal hier kurz hier so rein. Weil ich finde, es ist ein sehr schönes Licht. Ich mag die Lampe. Hätte ich gern zu Hause stehen. Interessant. Also nicht wirklich, aber hey.
Aber hier draußen war jetzt nichts mehr, oder? Ist ja zum Glück auch nur optional, aber ich würde es schon gerne machen eigentlich. Ich hänge an irgendwas fest. Ich hänge schon wieder fest. Moment. Was sind das? Achso, einfach nur ein Krug. So, okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier draußen fertig. Und dann würde ich auch sagen, sind wir mit dieser Folge erstmal fertig. Und dann gucken wir mal, ja, ob da oben in dem Turm noch jemand ist, weil die Krähen, die da kreisen, sagen mir eher, dass da irgendwas Totes liegt. Naja, lassen wir uns überraschen. Ich denke mal, das wird man dann in der nächsten Folge herausfinden bei The Witcher 3.